Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Heute soll es darum gehen, wie bewertet die Bank Mieteinnahmen aus Untervermietung. Da bin ich drauf gekommen, das hat jetzt ein Zuschauer meiner Videos mir per Privatnachricht übermittelt. Will ich mal drauf eingehen und hat konkret gefragt, schreibt Servus Alexander. Du hattest mal geschrieben, wenn man Wohnungen mietet, um diese unterzuvermieten, zerstört man seine Bonität, weil die Banken die Mieteinnahmen die Mietkosten vom Einkommen abziehen, ohne die zusätzlichen Mieteinnahmen anzurechnen. Weißt du, warum Banken das so machen? Ist das einfach gängige Praxis oder beruht das auf gesetzlichen Vorgaben? Erstmal vielen Dank für die Frage. Ob es jetzt auf irgendeinem konkreten Gesetzestext beruht, kann ich nicht mal sagen, sondern wie gesagt, sind einfach meine Praxiserfahrungen. Es ist ja ein beliebtes Geschäftsmodell und kann man auch machen. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Beispielsweise, wenn für einen Kauf einer eigenen Wohnung die Bonität noch nicht ausreicht oder dergleichen, dass man halt hergeht, mietet irgendeine Wohnung an und vermietet sie teurer weiter. Das ist natürlich der erste Schritt mal, dass ich überhaupt prüfe, ob eine Untervermietung zugelassen ist vom Eigentümer der Wohnung. Das ist mal schon isoliert ein Fakt, den sollte man prüfen, darum soll es aber nicht gehen. Banken bewerten das in aller Regel ein bisschen kritisch. Das hat folgende Gründe oder sind halt meine Erfahrungen, wie Banker dazu stehen. Das eine ist natürlich, was manche Leute für ein Geschäftsmodell fahren, dass sie entweder eine große Wohnung anmieten, 4 oder 5 Zimmer und die als WG untervermieten oder irgendeine andere Wohnung und machen da dann Airbnb-Vermietung oder so, was rechtlich auch nochmal ein schwieriges Thema ist, soll aber auch nicht der Kern heute sein. Grundsätzlich ist das Thema einmal, dass Banken jetzt in der Bonität nie anrechnen, irgendwelche besonderen Formen der Vermietung, Kurzzeitvermietung, möbliertes Wohnen, WG-Vermietung, alles, wofür es ein bisschen mehr gibt, sondern die Banken rechnen, und das ist gesetzlich auch fixiert, rechnen halt immer nur mit dem, was der in Standardvermietung nachhaltig erzielbare Mietzins ist, hängt einfach damit zusammen, dass nicht, wenn die Bank mal die Immobilie verwerten muss oder es in eine Zwangsverwaltung kommt oder ihr selber euch aufgrund privater oder beruflicher Veränderung wieder für ein Standardmietmodell entscheidet, dass dann die Mehreinnahmen, also dass entweder wer anders keinen Bock hat, den Aufwand zu betreiben, ihr habt das irgendwie vielleicht aus irgendeinem Grund, meinetwegen wegen Mehraufwand, keinen Bock mehr darauf. Und dann kann die Bank halt, die Bank muss die Nachhaltigkeit eurer Kapitaldienstfähigkeit prüfen. Und da kann nachhaltig ist nur das, was ortsüblich und als Vergleichsmittel gängig ist und nicht irgendwie Spezialvermietung. Das ist mal das Erste. Also wenn ich jetzt Miete als WG weitervermiete, mir aber trotzdem nur die Mieteinnahmen für eine normale Vermietung angerechnet werden, geht die Rechnung schon mal nicht auf. Das andere ist, dass natürlich ihr die Kosten für die Miete, für den Mietvertrag, die ihr vereinbart habt, die Bank denn also euch natürlich voll als Ausgabe zurechnen muss, weil das nun mal da ist. Auf der anderen Seite natürlich die Bank auch bei Untervermietung auch ein gewisses Leerstandsrisiko, wenn man Mieterwechsel ist oder irgendwie dergleichen oder jemanden Untermietling nicht pünktlich zahlt, dass die Bank natürlich Nichtzahlung und Leerstandskosten je nach Region in die ganze Sache einkalkulieren muss. Spielen auch solche Sachen eine Rolle, dass jetzt im Bereich Untervermietung, wie wird mit der Wohnung umgegangen, wie ist das Thema Nebenkostenabrechnung geregelt, was passiert, wenn da mehr Kosten entstehen, sind halt einfach so ein paar Risiken drin. Und dann noch so ein Soft-Fact, oder wird vielleicht nicht jeder Banker offiziell sagen, aber jetzt so im Bereich Untervermietung, das haben die Banken halt scheinbar die Erfahrung gemacht, dass das häufig sehr flüchtige Geschichten sind, nicht dauerhaft, manchmal sogar Leute, die irgendwo nur zur Untermiete wohnen, ein bisschen ein zweifelhaftes Klientel oder auch Studenten, wo einfach öfters mal Studenten-WGs, wo einfach ein höherer Durchlauf ist. Die Banken haben halt die Erfahrung gemacht, dass so die Probleme bei Untervermietung, die Fluktuation, einfach die Probleme, die in der Bewirtschaftung entstehen, in der Zahlungsmoral bei Untervermietung, dass es da mehr Probleme gibt als bei einer normalen Vermietung. Das ist nicht in Blei gegossen. Meine Empfehlung ist einfach, wenn ihr jetzt dieses Konstrukt vorhabt, besprecht das einfach mit dem Banker ganz offen, mit dem ihr später vielleicht finanzieren wollt. Besprecht das offen mit ihm, fragt ihn, was er für eine Meinung dazu hat und fragt ihn vielleicht mal per Mail, dass er irgendwas darauf antwortet, worauf ihr euch dann berufen könnt.